Guten Morgen, meine Lieben aus Florida. Heute scheint die Sonne nicht ganz so stark, deswegen dachte ich mir, heute ist doch der beste Tag, um einmal in den Großmarkt zu gehen. Der Sam's Club, das ist so eine Art Metro in Deutschland, wo nicht jeder direkt Zugang bekommt. Denn es ist so, dass du entweder eine Gewerbeanmeldung vorzeigen musst, dass du ein Business hier hast. Oder du kaufst dir, glaube ich, eine Mitgliedskarte für ein Jahr, richtig? Genau, Club-Mitgliedschaft. Du kannst ja eine Club-Mitgliedschaft kaufen, okay. Also das kann schon jeder, aber eben nicht umsonst, richtig? Hä? Oh, sorry, was? Also es kann schon jeder, aber nicht umsonst, oder? Ja, genau, richtig. Na gut, okay. Dann eben so. Wie auch immer, heute nehme ich euch mit dorthin und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Sanitizing Wipes, da kannst du deinen Wagen desinfizieren. Eine richtig coole Sache. Der ist so groß wie ich, würde ich mal behaupten. Also entweder ist er so hoch oder so hoch. Gute Frage. Ich denke mal, er ist höher als breit. Also ist er so hoch und breit so. Und tief 88. Echt ein cooles Ding, weil es ist total flauschig, total soft, ganz weiches Plüsch. Weihnachtsbäume gibt es auch schon zu kaufen. Das ist ja krass. Jetzt gibt es echt, die sehen aus wie diese, sag schon, ich komme nicht aufs Wort. Die ich euch in meinem Kühlschrank auch gezeigt hatte. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Die gibt es mit Protein, oh lecker, mit Mixed Berry. 12er Pack für 16 Dollar. 16 Dollar. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich möchte mal wissen, wie das schmeckt, aber ich kaufe es jetzt deswegen nicht, keine Sorge. Ich finde es nur interessant, euch mal zu zeigen. Jetzt geht es hier weiter mit Nussknackern. 32 Inch. Die sind hoch. White, Länge und Höhe. 81 cm. Sehen richtig cool aus. Kosten 40 Dollar, das finde ich echt fair. Das ist eine gute Qualität. Das ist echt schöner Stoff, schönes Glitzer-Outfit und Holz, ne? Klar. Aber ich glaube, es ist nur Deko, oder? Ich glaube, es ist nur Deko, ja. Dann haben wir hier drei Schneeflocken. Die gefallen mir auch sehr gut, liegt auch bei 99 Dollar. Ich denke mal, das gibt es ja mittlerweile auch alles so in der Art in Deutschland, oder? Hier drei so eine Riesen. Ich meine, klar, in Deutschland wirst du wahrscheinlich eher nichts draußen platzieren können. Hi. No. In Deutschland wirst du wahrscheinlich nichts draußen platzieren können, wenn da Schnee liegt. Aber die gefallen mir schon sehr, 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 sehr gut. Schaut euch mal die zwei Typen da an. Und dann haben wir hier noch so eine Sachen. Sowas kann man kaufen. Da sind die zwei für 35 Dollar im Doppelpack. Und hier gibt es wieder kleine Dekobäumchen für 70 Dollar. Die sind auch ganz niedlich. Und das gefällt mir auch sehr gut hier, dieses Joy. Die Joy-Signs. Und dann kannst du die Rentiere hier kaufen. Die Rentiere liegen bei 180 Dollar und das Joy bei 90 Dollar. Guckt euch mal diese Listerine an. Das sind 3 1-Liter-Pakete. Und das kostet jetzt nur 10,88 Dollar. Drei Liter. Also ich glaube, das ist schon ziemlich günstig, oder? Weil die gelben davon, die gibt es zum Beispiel 2 Stück für 4,91 Dollar. Das sind auch 2 Liter. Aber ich mag halt das Purple One lieber. Das lilane mag ich mehr. Trotzdem, das ist super billig. Ich glaube, einen Liter kriegst du nicht für 2,20 Euro in Deutschland, oder? Diese Mega-Pakete, die gibt es nicht nur vor der Weihnachtszeit, sondern die gibt es hier immer. Ein 4er-Pack darf, was ist das? 4er-Pack Deos, 4x74 Gramm,
kostet 14,50 $. Oder hier auch dreimal Spray. Deo-Spray ist unheimlich teuer. 15 Dollar fast für 3 Deo-Sprays. Das ist schon echt krass. Hingegen diese 5 Deo-Sticks für Black and White für 13 bzw. 14 Dollar sind schon wieder günstig dagegen. Aber auch nur in dem Megapack. Einzeln sind die auch super teuer. Ich bin gerade auf der Suche nach Shampoo und schaut mal hier so ein Shampoo. Das sind 1,18 Liter für 7 Dollar von Fructi. Garnier Fructis. Das ist ganz okay der Preis. Dann haben wir hier noch Anti-Frizz-Shampoo, 2er-Pack für 16 Dollar. Oder hier ganz krass 16 Bars, also Seifen von Dove für 16 Dollar. Wenn du so ein Restaurant hast oder sowas, ist das schon richtig cool eigentlich, ne? Hält ziemlich lange. Also Leute, nur mal so nebenbei, wir haben hier, ich weiß nicht, 20 oder 30 Gänge und heute ist hier irgendwie komischerweise die Hölle los. Ich zeige euch auf gar keinen Fall alles, das geht gar nicht, schaffe ich zeitlich gar nicht. Sonst denken die noch, was machten die Irre hier. Ich zeige euch Sachen, die ich echt verrückt finde. Das sind tatsächlich eine Gallone, 3,78 Liter Gurken. Und hier dieselbe Menge, dünn geschnittene Gurkenscheiben für 5 Dollar. Und hier das für 4,50 $. Ah, das ist schon wirklich enorm. 4 Liter, das ist krass. Ich glaube, das kann Deutschland nicht toppen im Preis, oder? Hier einmal, Leute. 4,5 Kilo Zucker für 5 Dollar. Vergesst immer nicht dabei, den Umrechnungskurs zu beachten. Und hier auch nochmal Zucker. 25 LB, 11,33 Kilo für 12 Dollar. So, das Ganze gibt es auch nochmal hier von der anderen Marke. Ein bisschen, nee, ist nicht größer, ist derselbe Zucker. 22 Kilo Zucker für 24,48 $. Auch noch beeindruckend hier. Ein 2er-Paket Salsa für 7 Dollar. Dann kriegst du 2 so eine Pullen. Finde ich auch super, ist aber medium, also ist schon spicy. Also scharf mag ich persönlich nicht. Ist die Eigenmarke, aber es ist echt ein super Preis. Hier mal ganz verrückt Öl. 5 Liter für 30 Dollar. Also Öl nicht zum Frittieren, weil das wäre ein bisschen sehr teuer, sondern zum Anbraten, Grillen und, naja, sautieren. Keine Ahnung. 5 Liter, 30 Dollar. Das ist eine gute Marke, aber sicherlich nicht die teuerste. Ja, ganz schön schwer. Olivenöl übrigens, falls ich das vergessen hatte zu erwähnen. Und ist auch nur ein Jahr haltbar übrigens. Krass. Ich dachte, Öl ist immer länger haltbar. Ja, zum Frittieren nehmen wir dann übrigens das hier. Wir nehmen nicht das hier, weil wir gehen woanders einkaufen für einen Foodtruck. Aber das wäre jetzt eins, was sicherlich auch geht. Also, aber ich habe natürlich keine Erfahrungswerte, ob das jetzt gut ist oder schlecht. So, Maiskörner. Hier hast du 3 Kilo in einem Paket. 3 Kilo kannst du ausgeben. 3,57 $. Oder du kannst 12 kleine Pakete von einer Marke kaufen für 9 Dollar. Und hier auch nochmal das beste Beispiel. Du kannst Mayonnaise kaufen für 12,28 Dollar. Und du kannst Mayonnaise kaufen von der Hausmarke für 7 Dollar. Also dem sind hier keine Grenzen gesetzt. Es ist auch jeweils derselbe Inhalt. Es sind 4 Gallonen, das heißt es sind 15 Liter. Chicken, Hähnchenbrust, Hähnchenbrust in Dosen. Für 8 Dollar kriegst du diesen Tower in Wasser eingelegt. Das sind insgesamt 1,42 Kilo. Und die Hausmarke, ach nee, das ist eine große Dose. Früher waren das mal viele kleine, jetzt ist es eine große. Ja, okay. Sowas weiß ich nicht, ob es das in Deutschland gibt. Keine Ahnung, bin ich schon zu lange weg dafür, habe ich vergessen. Habe ich auch noch nicht gekauft hier, aber gibt natürlich einige Leute, die das kaufen. Also kann jeder selber für sich entscheiden, ob die das kaufen wollen oder nicht. Um Gottes Willen, da will ich jetzt gar nicht urteilen. Na? So, 12 Dollar. Albacore Tuna, 8 Pakete. Finde ich okay für Fisch. Ist natürlich kein Schnäppchen, aber wir haben den hier das letzte Mal gekauft. Der war lecker. Warte mal, hier gibt es Ferrero Rocher. 3 fette Kugeln. 3x jeweils 125 Gramm. Richtig dicke Dinge. Für, haltet euch fest, 14 Dollar. Ich habe gerade noch die kleinen Kugeln entdeckt. Und zwar sind es 600 Gramm. 48 Stück. Für 13,50 $. Enjoy your sample and take some home today. Would you like a free Maschine? An dieser Maschine kriegst du
Samples. Das sind hier diese süßen kleinen Getränke, die ich in meinem Kühlschrank-Video hatte. Falls ihr das noch nicht kennt, verlinke ich euch das mal hier oben oder da oben. Ich glaube hier oben, genau. Und die sind jetzt wieder im Angebot für 6 Dollar. Ganze 48 Bottles. Kann ja nicht schmecken, oder? Be shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn in your own. Auch diese Butter konntet ihr in meinem Kühlschrank-Video sehen. Und hier bin ich jetzt gerade in dem Laden, wo wir die immer kaufen. 4 Pakete für 12 Dollar. Und auch davon habe ich gesprochen. Hier gibt es 6-mal Philadelphia Cream Cheese für nur 8 Dollar. Das ist wirklich ein super Preis für Amerika. So, und auch das sind die Eier, von denen ich gesprochen habe. Bio-Eier, käfigfreie Haltung, 7 Dollar, 24 Stück. 12 Cinnamon Rolls, extra einzeln verpackt für 6,50 Dollar. Wahrscheinlich eher geeignet zum Weiterverkauf oder to go. Oder halt zum Einzelverzehren. Ganz kleine Muffins, Banane, Chocolate Chip, Blueberry. 20 Pakete. 10,50 Dollar. Oh, wieso wackelt denn das so? Ich zittere nicht. Auch wenn das vielleicht so aussieht. Krispy Kreme. Dieser Laden hat jetzt in Fort Myers aufgemacht und die standen 3 Tage lang Schlange. Die haben innerhalb von einem Monat, ungelogen, 1 Million Donuts verkauft. Total krass. Und ich war noch nicht dort, Leute. Ich glaube, bevor ich hier was kaufe, muss ich das erstmal einzeln probieren. Also hier ist sowas von die Hölle los, Leute. Kein Witz. Ich muss hier echt aufpassen, weil ich ja da nicht so viel schneiden will. Wahrscheinlich eher weniger gefilmt. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist, wirklich. Also Thanksgiving ist noch ein bisschen hin und Weihnachten erst recht. Also keine Ahnung. Da das ja hier ein Großmarkt ist, ist ja meistens alles zum Weiterverkauf geeignet. Deswegen sind hier zum Beispiel 48 kleine Packungen drin für 29 Dollar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es diese Unstoppable-Wäschedüfte in dieser Größe schon in Deutschland gibt, oder? Ist doch eher so ein American, so eine Größe. Riecht echt lecker. 860 Gramm für im Angebot 13 Dollar. Jetzt sind wir hier in der Tierabteilung. Da gibt es Hundefutter für 35 Dollar. Das ist die Hausmarke. Das sind 13 Kilo. Ansonsten habe ich mich noch nicht so umgeschaut in der Tierabteilung, ehrlich gesagt. Weil unsere Lissy ist ja in Deutschland noch, leider. Ja. Tja, ansonsten Dog Treats. Ofen gebacken. 5 einfache Zutaten. Peanut Butter flavored. Sogar die Hunde kriegen hier Peanut Butter. Kostet 10 Dollar das Paket. Made with real chicken. Chicken Grillers. Heißen die Dinger? Ist ja auch lustig. 1,36 Kilo kostet 13 Dollar. Naja, wer weiß, wie viel Chicken da drin ist, ne? Aber cool. Cooles Zeug. Ansonsten hast du hier Beef Flavor. Real Beef. Das sind solche Stangen. 16 Dollar das Paket. Ja, und hier das ganze Trockenfutter natürlich für die Hunde. Hast du dann zwischendurch mal wieder Spielzeug. Dann hast du hier feuchtes, oh, das sieht ja schon lecker aus, ne? Pedigree kennt ja jeder aus Deutschland. Für 17 Dollar diese 24 Dosen. Also wahrscheinlich ist dieses Video ein bisschen chaotisch, weil ich einfach wirklich Probleme habe damit, Stellen zu finden, wo keiner ist. Und hier laufen auch zigtausend Mitarbeiter rum. Die fragen mich immer, ob sie mir helfen können. Und dann sage ich ständig, nein, alles in Ordnung, mir geht's gut. Ja, also sorry, es ist sehr chaotisch und wahrscheinlich ist die Kameraführung auch bescheiden. Aber das soll ja kein Werbevideo für den Laden hier werden, sondern einfach nur
wie ich einkaufen gehe und was ich krass finde und welche großen Verpackungen es wahrscheinlich nicht in Deutschland gibt. Und mehr soll das ja auch nicht sein. Wenn ihr wollt, kann ich nachher dann zu Hause angekommen noch ein Haul machen, was ich gekauft habe. Und eventuell auch gerne noch mit den Preisen, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, das werde ich machen und die Preise werde ich dann auch noch mit nennen. Aber das mache ich in einem extra Video. Denn das wird sonst zu lang und zu chaotisch. Und es gibt ja einige, die wollen keine Hauls sehen, deswegen mache ich das extra. Das ist ja richtig cool. Hier gibt es echt einen Leuchteranzug mit eingebauten Birnen. Für $30, aber voll lustig. Echt funny. Solche verrückten Sachen, Hammer, oder? Mit dem Waschen wird es dann wahrscheinlich eng. Wobei, ich glaube, du kannst es mittlerweile auch ausbauen und dann waschen. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Popcorn mit Buttered Caramel Corn. Ja, ich weiß, mein Englisch ist süß, mir gefällt es auch. Und Real Cheddar und Cheese Corn. Das ist ja funny, oder? Ein Riesenpaket. $6,50 ist aber auch eine Menge drin. Ich meine, es sind fast ein Kilo, 820 Gramm. Diese Goldfishies hier, liebt, glaube ich, jedes Kind. Da sind drei so eine Alu oder sowas Tüten drin. Drei Stay Fresh Bags. Und das Ganze wiegt insgesamt 1,8 Kilo und kostet $10,50. Jedes Kind liebt die. Jedes. $10, aber pink. I love pink. 30 Tüten mit Animal Crackers. Hier wieder in der Vorweihnachtszeit zu finden Lindor-Kugeln in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das sind 19 OZ und die kosten $10. 19 OZ sind 540 Gramm. Außerdem weiterhin zu finden Produkte, die auch ihr kennt. 12 einzelne Stück mit jeweils 38 Gramm für $12. Ich glaube, jeder Urlauber hat schon mal von Hershey's gehört. Knapp $13 für 180 kleine Täfelchen. Ist schon cool, ne? Könnte man sich ja jetzt mal mit nach Deutschland nehmen, wenn man da drauf steht. Ich persönlich mag Hershey's gar nicht. Hier im Angebot für $10 145 Teile Hershey's in anderen Variationen. Hier, meine Lieben, in dem Megapack befinden sich 145 größere Samples, also größere Täfelchen, sage ich jetzt mal, als nur so Mini, schon ein bisschen größer. Und dieser schwere Sack kostet $15. Reese's kennt auch jeder Urlauber, möchte ich wetten. Ich mag die gar nicht. 150 Stück in einer Mini-Größe für $12,50. Ich mag die aber, wie gesagt, auch nicht. Es gibt nichts Besseres als deutsche Schokolade. Kaugummis kann man ja auch in Mega-Paketen kaufen. Und auch Bonbons und Lutschdrops und so ein Spaß. Hubba Bubba, Lifesavers. So, zu Hause angekommen, hilft mir mein Lieblingsehemann auch beim Ausräumen. Das ist für den Truck, ja, falls du das mal wieder vergisst zu kaufen, habe ich gedacht, hole ich das vorsorglich mal. Ja, aber es kann ja in der Garage bleiben, oder? Die Äpfel nehme ich mit rein. Super. So, die habe ich in diese Stiegen eingeräumt zum Glück. Oh, cool, ja. Wolltest du unbedingt haben, ne? Wollte ich unbedingt haben, ja. So, meine Lieben, mittlerweile ist es abends, wie man vielleicht auch erkennen kann. Die Kinder sind schon zu Hause und wir haben die auch schon bettfertig gemacht. Wir werden uns jetzt noch ein paar Minuten mit denen ins Kinderzimmer setzen, noch ein bisschen spielen, vielleicht auch dann auch gleich noch aufräumen. Und dann setze ich mich hier hin und gucke die Höhle der Löwen. Habe ich nämlich aufgenommen und dann geht es irgendwann später ins Bett. Aber Video muss ich dann auch noch schneiden, deswegen wird es wahrscheinlich später bei mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch auch mal wieder gefallen. Und wenn, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten bis morgen. Macht's gut. Ciao.